und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und ich sitze total unbequem. Okay, neuer Versuch, jetzt sitze ich bequemer. Das werde ich spätestens in einer halben Stunde bereuen, wenn mir dann zu Fuß eingeschlafen ist. Aber okay, sei es jetzt drum. Ja, wir haben Freitag, mein Hase ist immer noch ein Bengel, aber ja, so ist es jetzt halt. Aber auf jeden Fall habe ich mir heute was mal angeschaut. Ich habe heute, war ich bei Apple auf dem App Store unterwegs und habe dann so ein Spiel mir gedownloadet und habe mir gedacht, oh, das ist ja toll, das freut mich. Und ja, dann nach ungefähr 5 Minuten kam dann die erste Anzeige, hier kann man einen In-App-Kauf tätigen, hier kann man einen Kauf tätigen und da. Und dann habe ich mir gedacht, mir fehlen die guten alten Zeiten. Meine Güte, ich höre mich schon an wie so eine Oma, aber ich bin halt aus einer Generation, bevor es Handys und Apps gab. Und damals hat man sich zum Beispiel einfach nur ein Spiel gekauft. Dann hatte man ein Spiel, man hat es in der Hand gehabt vor allem. Man hatte also die Haptik gehabt, man konnte was testen, man konnte was runterschmeißen, man konnte was verlieren, man konnte was verschlucken. Man hatte einfach viel mehr Optionen als heutzutage. Und damals war es dann so, man hat sich dann ein Spiel gekauft, hat das Spiel gespielt. Wenn es öde war, hat man es ins Eck gepfeffert. Und dann konnte man es halt nach ein paar Monaten, wenn man Bock hatte, einfach wieder spielen. Und wenn man verloren hat, hat man es sowieso in die Ecke gepfeffert. Es gab nichts Schlimmeres. Ja, kleine Anmerkung, ich bin kein guter Verlierer. Ja, aber ich übe mich darin. Ich übe mich auch mal mit einem Verlieren leben zu können. Ja, und heutzutage ist es so oft, dass man sich ein Spiel kauft und dann irgendwo auf dem Spiel ist oder in der Anleitung ist plötzlich ein QR-Code oder eine Anmerkung und es gibt es auch als App oder irgend sowas. Und dann kauft man sich diese, dann nimmt man diese App, die manchmal gratis sind, manchmal kosten die Apps dann auch schon 2 Euro. Und dann denkt man ja, man hat jetzt ein vollständiges Programm, aber stattdessen muss man tatsächlich dann noch Geld dafür zahlen, dass man in dem Spiel weiterkommt. Also in App-Käufe und so weiter. Oder dass man zum Beispiel, also ich habe da dieses, ich gebe es jetzt zu, ich lese gerade da dieses leicht Buch angehauchte Spiel. Ist so eine Mischung aus einem Spiel und einem Buch. Da kann man halt ein bisschen was lesen und dann kann man Entscheidungen treffen, die dann eben Einfluss auf die Geschichte nehmen und das finde ich ganz nett. Und da kann man dann jeden Tag um 4 Uhr wird dann, darf man wieder 5 weitere Dinge lesen. Also ich würde es immer als 5 Seiten bezeichnen und wenn man es in der Buchmetapher bleiben will. Und ja, und dann kommt man halt so durch die Kapitel durch. Und dann ist mir dann vor ein paar Tagen, war meine Seite weg und es war wohl sehr spannend. Und dann war da einfach die Möglichkeit, ja gut, Sie können sich für 2 Euro nochmal eine Seite zusätzlich kaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, schon deftig, wenn man sich das mal überlegt. Also die App an sich ist ja umsonst, okay. Ist ja toll und dass man dann jeden Tag da weiterlesen kann und sonst theoretisch ist auch cool. Aber dann habe ich eben weitergelesen und habe zum Beispiel gelesen, man hat dann 2 Euro für, also 2,99 Euro kostet die kleinste Einheit, von der, die man kaufen kann. Die nächstgrößte kostet schon 5,99. Ich glaube, die übernächste stand schon bei 9,99 oder bei 7,99. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also nagelt mich nicht drauf fest. Und dann habe ich eben das gemacht, habe mir eben eine weitere Seite gekauft, habe dann aber gedacht, okay, ich spare sie mir mal für einen Zeitpunkt, wo ich sie brauche und habe dann doch wieder auf den nächsten Tag gewartet und ja. Und dann irgendwie ist es so weitergegangen, irgendwann habe ich die Seite aufgebraucht und dann war auch eigentlich alles supi und dann irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, weil dann ging es darum, man konnte sich eine Bonusseite mehr oder weniger haben, wenn man die richtige Punktzahl hatte. Aber, und das habe ich schon in vielen Kommentaren zu dieser App gelesen, man kriegt diese richtige Punktzahl nie. Die gibt es gar nicht, weil die kannst du, egal wie viel du es versuchst, gar nicht erreichen, weil du nicht genug Fragen beantworten kannst und die Punktzahl, die du dafür brauchst, das wäre 700 gewesen. Und um diese 700 zu bekommen, hättest du wirklich wortwörtlich das Spiel 5-mal durchspielen müssen erstmal und das geht ja dann nicht.
um dann die Punktzahl zu haben. Und dann habe ich mir so gedacht, okay. Und dann kam auch direkt an demselben Tag noch die Anzeige, ja, also wenn Sie für Ihr kleines Figürchen im Spiel noch ein Kleid kaufen, dann haben Sie die erforderliche Punktezahl. Und das Kleid kostet ja bloß ungefähr in Echtgeld 2,50 €. Da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist krass, wenn man sich mal so überlegt. Als man klein war, hatte man Spiele, die waren fertig, die hat man bekommen, dann hat man das Spiel gehabt und hat was in der Hand gehabt. Heutzutage kauft man sich oder bekommt gratis ein Spiel, in dem man nicht weiterkommt, wenn man nicht tatsächlich Geld investiert und es meistens am Ende mehr Geld ist, als man für 5 oder 6 Brettspiele, die man zu Hause rumfletzen hat, ausgibt. Nur um dann in diesem Spiel, das man mehr oder weniger hat, und diese Spiele machen ja auch unglaublich süchtig. Also die sind ja wortwörtlich so ausgelegt, dass sie süchtig machen. Und dass man dann da weiterkommt, muss man wirklich eigenes und echtes Geld investieren, damit man überhaupt was erreicht. Und das Perfide daran, finde ich, das Perfide dabei, nämlich man kauft sich hier mal was für 2,99, da noch mal was für 5,99. Sind ja nur kleine Beträge. Aber was man dabei sehr schnell aus den Augen verliert, das ist mir nämlich passiert, diese kleinen Beträge läppern sich. Ich hatte Glück, dass ich es noch bemerkt habe, bevor ich in einem Riesenbetrag gelandet bin, aber ich habe da tatsächlich, glaube ich, so 8 € jetzt in dieses Spiel investiert, wo eigentlich dran steht, es ist umsonst. Und das finde ich nicht okay. Ich finde, wenn man schreibt, das Spiel ist umsonst, oder auch nur diese In-App-Käufe, dass man dann zumindest sagt, okay, das Spiel, dann, man muss die Möglichkeit haben, die Punkte auch ohne, dass man Geld dafür ausgibt, zu erreichen. Und oder, was ich auch noch in Ordnung finde, ist, wenn man dann schon sagt, okay, der andere sollte Geld ausgeben, dass man es nur einmalig soll. Also zum Beispiel, wenn einer dir ein Spiel verkauft und also ein Spiel einfach dann eine App dasteht und da steht, die kostet jetzt 25, dann würde ich sagen, okay, ich zahle diese 25, auch wenn ich nicht weiß, wie die App ist. Gut, weiß man manchmal nicht. Manchmal hat man das Glück, dass man Freunde hat, die die App schon haben und dann kann man es mal probedingsen. Aber ich würde lieber einmalig einen größeren Betrag zahlen, solange es nicht gerade im 100er-Bereich ist oder im 30er schon, finde ich eigentlich schon deftig. Eigentlich finde ich 15 ist für eine App genug, aber ich habe jetzt nur mal einen Beispielpreis genannt. Aber einmalig zu sagen, okay, du zahlst jetzt, sagen wir mal, 25 € und dann kannst du dir durch kleine Spiele in der App zum Beispiel die Punkte zusammenarbeiten oder durch tägliches Einloggen oder eben irgendwie. Aber nicht, dass du dann in der App nochmal Geld dafür zahlen musst, dass du weiterkommst oder dass du im Spiel nochmal zahlst. Das ist so vom Prinzip, wie wenn ich jetzt mit meinen Eltern dastehen, sitzen würde oder dastehen, wie auch immer, mit ihnen zusammen Monopoly spiel und meine Mutter dann plötzlich mitten im Monopoly sagt, ja, jetzt stopp, wenn du jetzt noch wenn du jetzt noch weiterspielen willst, zahl doch bitte 2,50 € an uns. Da würde doch jeder sagen, du spinnst doch. Aber wenn man es dann in einem App macht oder an einem Handy, dann denkt man überhaupt nicht nach dem Motto, das ist doch gesponnen. Weil es ist ja dann nicht dasselbe, weil es ist ja an sich nicht mehr greifbar. Es ist keine greifbare Tat, also oder keine Tat, wo man irgendwas dafür tun muss, sondern man muss bloß noch sagen, man muss nur seinen eigenen Code eingeben oder jetzt sogar nur noch den Fingerabdruck oder mit dem Gesicht. Und dann sagen, gut, gezahlt, fertig, ich kann weiterspielen. Aber dass da so viel dahinter steckt, nämlich dass man das, wenn man das, man muss sich manchmal einfach mal die Sachen nicht mehr nur digital vorstellen, weil wenn man sich nur digital vorstellt, dann habe ich im Prinzip Geld ausgegeben für Luft. Ich habe Geld ausgegeben für Luft, für nichts und wieder nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das finde ich das Traurige daran. Ja, also. Das war eigentlich alles, was ich euch heute dazu erzählen wollte. Denkt immer wieder mal drüber nach, wenn ihr Spiele habt, die digital sind, muss ich da wirklich Geld reinstecken nach dem Motto, damit ich weiterkomme? Oder reicht es auch einfach zu sagen, nee, tue ich nicht?
Oder kauft ihr euch von Anfang an irgendwie gleich so ein Riesenpaket und denkt dann, okay, dann habe ich einmalig viel ausgegeben, habe dafür aber jetzt ein Spiel, das läuft. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Wollt nicht auf In-App-Käufe rein. Bis bald. Ciao.